Moin moin Leute, kommt zu meiner Einkaufsvideo. Ich lasse so schnell für die aufnehmen. Ja. Dass ich noch nicht mal meine Mütze, nehme ich mal kurz ab, und meine Jacke ausgezogen habe. Ich habe meine Mütze und meine Jacke noch an. Leute, nur für euch. Will ich so schnell wie möglich für euch fertig machen. So. Meine Jacke mal zur Seite legen, lege ich mal hier hin. Seite. Und jetzt geht's los mit meinem Einkaufsvideo. Ich habe sogar zwei Sachen, die ich vielleicht gerne mal testen würde. Zwei Sachen. Baguettes. Gibt's bei Aldi. Seit ein paar Monaten gibt's endlich herbei. Sogar drei Sachen, die ich testen würde. Die würde ich testen. Irgendwann. Dann sind die überhaupt haltbar. Omisch, kalter Hund. Ach, bis 2019. Na, nur noch haltbar. Ich mag die anderen Käse, auch nicht mein Lieblingskäse, aber meinen anderen. Auch noch mal testen. Das sind saure Sperlinge. Das hätten wir. Das war eigentlich vor ein paar Wochen im Angebot, also ein paar Wochen gab es die da. Und ich habe sie mal mitgenommen, weil die immer welche da hatten. Also von daher könnte ich auch mal testen. Ob es 2019 Oh, na gut. Ja, der Klassiker, Puttenbrust, die bei mir eigentlich fast sehr oft vorkommt. Dann habe ich noch eine Sache zum Testen. Das ist das Rottergesetz, das war von letzter Woche oder so, oder vor ein paar Wochen, da hat es mal. Und jetzt haben sie das hier bis 2020 sogar einfach. So ein Apfel-Klassik-Party-Trink. Für Kinder kann ich auch mal für das testen. 750 Milliliter. Ja, das was drin. Apfel und Johannisbeere. Wo Johannisbeeren nur ganz wenig drin sind. Ja. Ohne Zusatz hält natürlich Zucker, kein Zucker von Zucker. 34 Kalorien pro 100 Milliliter. Also, das könnte ich auch mal testen. Ein schönen Schluck. Dann habe ich hier noch Kartoffelpüree. Ich bin immer so faul, mir Kartoffeln zu kaufen, zu schälen, selbst zu stampfen, Milch reinzuziehen, Margarine reinzutun und Salz und ach. Und so, da bin ich immer so ein bisschen so faul, aber Kartoffelpüree. Ich kenne mich hier. Zuckerfreie Cola, 2 Liter pro Woche. Dann trinke ich viel Leitungswasser. Diesen Zucker, da trinke ich einen halben Liter am Tag. Also, nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich noch eine bestimmte Pizza haben. Hatten sie nicht. Energy-Drink, den ich immer trinke, jede Woche 2 Stück. Hatten sie nicht. Was soll man machen? Den hier. Finde ich wohl für die Cam essen, die ihr sehen wollt. Nur ein paar oben dauert ungefähr 45 Minuten. Weintrauben, sehr toll wie letzte Woche, meine Weintrauben, bloß dass ich die nicht bei Penny gekocht habe, aber und bei Aldi waren sogar 10 Cent billiger als letzte Woche bei Penny. Ein Weißbrot. Ich habe überlegt, ob ich noch einen Mischbrot mitnehme, aber ne, hat sich Teilitamin auch nicht gemacht. So. Und was hat Olli Kahn immer mal gesagt? Wir brauchen mehr Eier. Mehr Eier.
Er meinte, dass mehr Eier in mehr Tabs seien und sowas. Aber. Hier. Hier sind Eier. Bodenhaltung. Ja. Andere Eier kriegst du wahrscheinlich auch in Deutschland. Außer vielleicht noch Bio und Freiland. Kriegst du die noch, aber. Käfighaltung ist ja verboten in Deutschland. Und dann, ja. Das Bodenhaltung. Die sind aus Deutschland. Müssen aus Deutschland sein, glaube ich. Ich gucke mal auf die Eier rauf. Ist da ein D? Ja, für Deutschland. Dann haben wir hier noch eine Nummer. Die Endnummer. Das ist eine 4. Ach ne, der Anfang, die Anfangsnummer, der Anfang. Bodenhaltung. Käfighaltung ist in Deutschland verboten. Aber dürfen aus dem Ausland eingeführt werden. Kurier, Kurier. Naja. Und das war's, machen wir mal ein Kochvideo. Und wenn dieses Video, wenn ihr es bis zum Ende geguckt habt, ja, wirklich bis zum Ende geguckt habt, bis jetzt, bis zu dieser Stelle, besser gesagt, ja, gibt ihr 50 Daumen heute hoch. 50 Daumen hoch. 50. Ja, gibt sogar ein zweites Video von mir heute. Vielleicht heute Abend noch ein Video, wenn ihr heute Abend noch ein Video sehen wollt, heute Abend. Zum Abendbrot oder so, Video sehen wollt, gibt es ein zweites Video bei 50 Daumen hoch. Das verspreche ich euch. Dann heißt das, bis dann, haut rein und bis bald, eure Uhr, tschüss meine Uhren und lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo und ein Kommentar, mein Einkauf von heute. Ciao.